zu fliegen. Die zwei. Ich weiß nicht, ob es die auch in Panoramic, das ist wahrscheinlich das Panasonic Gebäude. Echt gibt. Weil da ist die Panoramic drauf. Naja, also das war jetzt so einigermaßen alles, was ich gesehen habe. Natürlich, ich war noch unten in den Straßen, bin rumgelaufen. Wir können dann mal schauen, ob es hier irgendwo das Times Square gibt. Ja, gibt's. Du fliegst gerade genau drüber. Sein, ja. Du fliegst genau drüber. Genau, das sieht dann echt ein bisschen anders aus. Und zwar da, wo jetzt dieses Weiße ist, da unten, ne? Da ist eine Treppe, wo man sich draufsetzen kann. Oh. Mensch, das ist ja so ein riesen Unterschied. Also da haben sie echt ja scheiße. Dahinter ist so eine, sowas, wo man Theaterkarten kaufen muss. Da haben Leute echt ewig lange angestanden, um da irgendwie ein Theater mit Daniel Radcliffe zu schauen, als wir da waren. Ja, den Rasierer gibt's natürlich nicht in echt, der hängt da nicht. Gibt's die große Golfanlage? Ich kann es so auch vorstellen, bloß mit ein bisschen mehr Werbung. Und ein bisschen coolere Werbung. Und dann gibt's da noch einen Toys R Us, einen ziemlich großen. Der hat sogar ein Riesenrad da drin, da waren wir auch. Aber ich würde euch empfehlen, kauft bei Toys R Us keine Spiele, weil die da sowieso voll überteuert sind. Also. Hallo! Darf ich auch mal was? Das war dann eigentlich so, warte mal, oder ist das hier das Times Square? Alter! Hörst du mir irgendwann mal zu? Ach, egal, vergiss das. Naja. Hörst du mir jetzt mal zu? Gibt's dann auch diese riesige Golfanlage da draußen? Im Hafen? Ich rechts. War nur bei einem einzigen Hafen von New York. Flieg mal ein bisschen weiter nach rechts. Rechts. Und jetzt fliegst du geradeaus. Vielleicht nicht ganz in die nächsten Gebäude rein. Und jetzt ein bisschen weiter links. Links, 45 Grad und ja, ich sehe den. Nee, ich weiß nicht, ob es den gibt, weil ich fliegst war mal gerade übers Wasser. Halt. Nee, ich war hier drüben. Fliegst mal gerade übers Wasser. Dankeschön, hat super geklappt. Wo ist denn für dich Wasser? Ja, weiß nicht. Ja, da wo es blau ist, richtig. Oh, ein Ferrocchi mit schwarzen Felgen. Gangsterauto, absolutes Gangsterauto. Gangster-Ranking, so Gangster, dass wir wieder Gangster sind. Ich muss mir mal einen Stunt-Bike holen, damit ich deinen Skaterpark kann. Der ist doch lame. Gar nicht. Der ist voll Gangster. Jetzt fällt mir der Typ die ganze Zeit hinterher, ne? Ja. Hi, wieder klar. Wie mein Opa damals gesagt hat. Mädchen, die sich die Wimpern pinseln, sind auch die beim Pimpern pinseln. Nachmacher. Wieso Nachmacher? Das macht doch der German Let's Play immer. Was? Dieses... Das ganz komische Lachen. Du willst mal... Achso, ich... Ja, hör mal. Wenn wir in der Aufnahmezeit sind, ist das egal, da kann ja jeder mitspielen. Wir haben ja keine Verbote oder so ausgesprochen. Ja, geh einfach weg. Genau, ignoriere einfach, was ich sage, ist schon okay. So, falls du irgendwo ein Stuntbike findest, Ja, springe ich total auf und schrei laut panisch im Kreis und schrei dabei ganz laut. Okay, ich weiß Bescheid. Autsch. Okay, wenn ich irgendwo ein Stuntbike finde, dann springe ich auf, schrei panisch und lauf im Kreis, hektisch. Ja. Okay? So, ich habe jetzt ein Auto, das... Ich habe jetzt einen Turismo, der überhaupt keinen Schaden genommen hat, der noch 100% perfekt ist. Ich werde den nächsten 20 Sekunden verändern. Äh? 20 Sekunden sind bald um, Holger. Ja, wenn der böse Mann kommt, dann gibt's fett Schaden. So. Autsch. Mal einen schönen dicken, fetten Stunt. Boah, hier stehen zwei Tourismos. Tourismi. Einen schwarzen und einen... Boah, voll in den Zaun rein. Der war schön. Der war wunderschön. Oh, ich habe eine geile Idee, was wir jetzt mal machen. Ich fahr mal hier lang auf der Suche nach einem Stuntbike. Ups. Haben eigentlich schon einmal mit Cops angespielt. Glaub nicht. Müssen wir auch irgendwann mal machen, damit wir auch echt was zum Ballern haben. Wir haben hier so scheiße geparkt, ey, ehrlich. Wie soll man den denn hier rauskriegen mit einem Wendekreis von 5 Kilometern? Ich habe jetzt das geilste und schnellste Auto aller Zeiten. Den Benji? Nee, den Benji hätte ich dir wieder gegeben. Ist ja lieb von dir. Ab auf den Freeway. Mein Englisch ist ganz gut auf den Freeway. Your English sucks, man.
dein Englisch saugt. Warte mal kurz. Siehste, wenn du mich nicht hättest. Ja, lass mich bei dir einsteigen. Nee, warte mal, ich stell mich da wieder in die Reifen rein. Wenn das funktioniert. Du. Ja, das geht bei dem nicht. Du brauchst dann, wenn brauchst du jemanden, brauchst du einen LKW mit, und mit ohne Auflieger. Shit. Oh, sorry. Mit ohne Auflieger. Willst du jetzt einsteigen? Mhm. Nimm mal einen Burnout mit dem LKW. LKW ist diesen, sind einfach in allen Spielen irgendwie ganz schwer und überhaupt gar nicht zu zerstören irgendwie. Die sollen sogar in so einem Spiel, Moment, wie ist das Spiel immer? Ich glaube irgendwie Real Life. Da sollen die auch sehr schwer und sehr schwer sein und nicht so schnell und schwer zu steuern. Ja, aber das Spiel ist noch geheim. Ah, es ist noch nicht rausgekommen. Ja, ja. Also wenn du irgendwo ein Stuntbike siehst, ich hab mal die Fensterscheibe eingeschlagen. Boah, das ist der Zaun. Ich sag grad. Was machen wir jetzt hier? Ich wollte eine Abkürzung nehmen. Wohin fahren wir denn? Ich hab keine Ahnung. Ich fahr einfach mal rum. Ich wollte mal zum Mittelpark, da waren wir nämlich auch noch nie. Der heißt nicht Mittelpark, der heißt Central Park in echt. Der heißt hier aber Mittelpark. Und sieht so ähnlich aus. Ist wahrscheinlich, ja. Weißt du, ein Baum, wer trifft denn ich? Wusstest du, dass Need for Speed The Run die Frostbite 2 Engine von Battlefield benutzt? Nee, aber jetzt weiß ich's. Die haben dann da komplett zerstörbare. Ich freue mich zwar auf das Spiel, aber ich bin keiner dieser Nerds, die sich dann 20.000 Berichte darüber angucken. Oh, verdammt. 20.000 Berichte. Der ist auf dem Dach liegen geblieben. Doch. 20.000 Berichte darüber angucken, um alles Mögliche zu erfahren. Welche Physics Engine, welche Fahrzeuge, welche Schauspieler, welche Story. Das ist mir ehrlich gesagt. Ich habe das auch nur rausgefunden, weil ich die GameStar Preview geschaut habe und der Daniel Marcheski es da angemerkt hat. Ich weiß auch noch den Namen vom Redakteur. Ja, ich bin GameStar Fan. Ich hab doch gehupt. Ah, der ist aus dem Weg gefahren. Ich hab trotzdem getroffen. Boah, hier riecht's voll lecker, ey. Alter, ich hab Hunger. Oh, geil. Oh. Jetzt kokst der da. Ne, würde ich so machen. Geil, Alter. Guck, ob's klappt. Gottfuck! Wir lassen das mal kommentarlos stehen. Hallo. Ja, das geht sogar. Wenn er jetzt da hängen bleibt. Ja. Wir haben uns das dann absolviert. Was war das? Jetzt aus. Ich hatte gerade einen komischen Grafikbug. Autsch. Sehr elegant von dir. Richtig grazil wie eine Raubkatze aus dem LKW raus. Ja, ignoriere mich wieder. Boah, voll nicht patriotisch hier. Fette USA-Flagge auf Times Square. Das habe ich jetzt vielleicht nicht gehupt. Der hat auch jemand anderen überfahren. Oh, voll mit dem Gesicht in die Pfanne. Warte, ich krieg einen Doppel. Weißt du, was ich gerne mal hätte? Eine ganze Straße nur voll mit Passanten und man fährt dann da mit einem Turismo durch. Aber einem weißen, da sieht man so schön die Blutflecken drauf. Danach hat man eine neue Lackierung. Ich hab aber. Du kannst dir die Karre ganz billig umlackieren. Ja, aber man wird wahrscheinlich nirgendwo anders eine Blutlackierung kriegen. Das stimmt alles. Das war ein schöner Bild. So, jetzt schnapp ich mir hier das Stahl. Oh, weißt du, was geil ist? Das muss ich dir gleich mal zeigen. Ich stell dich mal auf den Times Square und dann schießt du erstmal in die Luft. Das heißt, alle Passanten fangen an zu laufen. Dann schießt du in die Nähe von dem Passanten, der fängt an zu sprinten und dann schießt du dem in den Fuß. Die machen Flickflacks. Das ist so genial. Das ist so lustig. Ich sag euch, ich mach es gleich auch mal. Ich möchte schnell den Monster Stunt da machen. Oh Gott. Monster Stunt. Jetzt bin ich voll gegen den Pfosten gefahren und naja, der Protagonist hier aus dem Multiplayer ist nicht rausgeflogen. Naja, kannst du nicht rausfliegen. Ich will die Karre jetzt umlackieren. Es geht nicht im Multiplayer. Was? Umlackieren lassen. Doch. Echt? Ups, sie geflogen. Ups. Oh, das tut mir leid. Ehrlich, das tut mir wirklich leid. Also eigentlich nicht, aber... Oh, den hab ich nicht mehr getroffen. Oh Gott, hallo Pfosten. Oh, kennst du diese Leute, die an ihren Autos rumschrauben? Entweder ja. Oder... Oh, ich fahr die immer um. Ich liebe das so sehr. Oh Gott. So ein gewalttätiger Junge. Oh, das ist so genial. Ich liebe das so sehr.
die so unwissend an ihrem Motorraum schon dann einfach voll zermatscht werden. Ich hab doch genug. Dann fliegen noch alle Gliedmaßen irgendwo hin. Ja, das fehlt euch. Ich denk mal, ich vermute mal. In GTA 4, in GTA 5 kannst du dann Gliedmaßen irgendwie abschlagen oder so. Das wird wirklich brutal. Ich weiß nicht, das würde dann in Deutschland verboten werden. Weißt du jetzt, wie das Wort heißt nochmal? Spiele auf den Index packen, heißt das. Ja, indizieren. Wir werden dann indiziert. Mhm. Haben wir letztens in Sozialkunde gemacht, boah, bin ich schlau. Oh, Moped. Moped. Oh mein Gott! Ein Moped. Mal noch ein Motorrad. Die ist genial geflogen. Oh fuck. Ich fahr mal hinter dir her, gell? Oh, warte, ich treffe einen Passanten. Nee, einen Baum. Nee, doch, nee, gar nichts. Hier, nein, du sollst nicht bei dem Newman aufsteigen. Das war ein geiler Physik-Bug. Sind jetzt voll die Motorrad-Gangster. Yeah. Oh, Gangster meine ich. Gangster Wanks, get it. Oh, warte mal, da kommt jemand. Yeah. Mal schnell muten. Ja, okay. Eigentlich. Flop. Verloren. Oh, ist das geil. Goddammit! Okay, so. Goddammit! Ich denk so, yes, da. Es könnte gleich nochmal jemand reinkommen, aber. Dann mute ich mich halt einfach nochmal schnell. Jetzt fahr ich mal auf den Times Square. Ich fahr auf den Times Square drauf. Ups, falsche Richtung. Aktentasche fallen gelassen. Also. Oh shit! Yeah. Oh, ich fahr jetzt voll gegangen, Moped-Fahrer rein. Bam. Nein! Nein! Soll ich dir vielleicht mal die Tür kaputt machen? Dann machst du eigentlich mal wieder einen Livestream. Ja, ich schieße auf die Tür, das Auto fängt an zu brennen. Ich hab dich was gefragt. Oh, Bus. Schmerzen! Also wann machst du nochmal einen Livestream? Gar nicht, erst mit neuem Internet. Oh, das tut mir wirklich leid. Oh Gott, und wann? Oh Gott, es solltet ihr dann das neue Internet bekommen? Keine Ahnung, ob wir überhaupt welches bekommen. Wo ist eigentlich der Tank bei dem Livestream? Ich hab jetzt einen Bus. Bus räumt alles aus dem Weg. Oh, bist voll der Gangster, ne? Ich weiß. Yo, ich bin wieder Ghost Rider. Yeeha! Oh, das sieht episch aus. Oh, alles voller Flammen und ich voller Flammen. Oh, schöner Tod. Geil. Dann kamen Flammen aus dem ganzen Roller. Ich habe angefangen zu brennen. Wie so ein Jugendlicher. Und dann bin ich voll Angst, Wasser!